Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Wochenrecaps. Ja, freut mich immer wieder, das Video zu drehen und bis jetzt, dass ich noch Zeit finde, am Sonntagnachmittag das Ganze zu drehen. Das ist ja wirklich toll und dass das Video so beliebt ist, das motiviert natürlich einen umso mehr. Ja, die Woche habe ich wirklich viel gespielt, natürlich auch viel gearbeitet, aber auch viel gespielt, aber nicht unterschiedliche Spiele. Dazu kommen wir gleich. Heute mit dabei eine Merchandise-Tasse wieder mal, und zwar Neuroshima Hex, dass ihr das seht. Ziemlich coole Tasse von einem Spiel, das ich wirklich extrem gerne mag. Na, der Henkel hat schon einiges mitgemacht, den gibt es gar nicht mehr. Nur die Neuauflage von Neuroshima Hex, die kann ich nicht empfehlen. Wenn ihr das Spiel holt, dann das Original. Ja, kurzen Schluck. Ich habe immer noch den Kaffeegeschmack drauf. So, und wo fangen wir nur an? Ich würde sagen, mit den, ja, wie immer, gespielten Spielen. Und in dieser Ausgabe kann ich eben nicht so viele verschiedene Spiele vorstellen, wie ich werde diese Woche mal wieder über ein paar Kickstarter reden. Es gibt ja gerade auch einen Kickstarter, der ziemlich durch die Decke geht. Seht ihr auch schon am Thumbnail. Werde dazu meine Meinung abgeben. Da habe ich definitiv einiges dazu zu sagen. Da habe ich mich auch sehr gut informiert, was das Spiel anbelangt. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Spielen, die ich gespielt habe. Und da gibt es nicht viel. Das waren zwei an der Zahl. Ja, und dafür eines die ganze Woche über. Und da handelt es sich um Aeons End Outcast. Ja, es war lange her, dass ich Aeons End wieder mal gezockt habe. Ich habe die War Eternal Box, glaube ich, nur einmal angespielt. Ja, und dann kam schon Outcast raus. Also ich habe noch ziemlich viel vor mir. Und meine Frau war da auch Feuer und Flamme. Ihr gefiel der Spieler damals auch sehr, sehr gut. Und sie hat sich auch wieder neu verliebt in das Game. Und ja, es war einfach nur episch geil. Ich meine, da sind so coole Bosse drin. Und mit diesem System, dass man sich jetzt eine quasi Mini-Kampagne über vier Szenarien bauen kann. Ich zeige euch mal die Rückseite der Box. Wer das Spiel noch nicht kennt, Aeons End ist ein Deckbuilder, ganz kurz überrissen, mit ziemlich coolen eigenen Mechaniken. Ihr mischt das Deck nicht, ihr kippt es wieder, dann weiß man nicht, wer in der nächsten Runde dran ist. Das sorgt für sehr viel Spannung auf den Tisch. Ja, ist der Gegner dran oder welcher Spieler ist an der Reihe? Und hat ziemlich coole Mechaniken drin, ja, also du kannst auch nicht sofort deine Sprüche raushauen, du musst sie erstmal aufladen auf deine Breaches und hast sehr viele Möglichkeiten, deine Ressourcen hier zu verwalten. Ja, und dann ist es ein Bossfight-Spiel, ja, also du hast immer einen Boss vor dir und du versuchst den zu bekämpfen, und wenn man ziemlich viel von dem ganzen Zeug hat, kann man sich da immer eine sehr schöne Random-Auslage zusammenstellen. Das ist natürlich sehr geil. Ja, und Aeons End Outcast, da ist der erste Boss ist ja offen, ja, der heißt Experiment 1, 2, 3 oder irgendwie so, also Experiment. Und das ist so ein Hase mit Ohren. Ich meine, schauen wir mal, ob ich da kurz die Möglichkeit habe, euch das zu zeigen. Es ist da, genau. Also das wären dann die Ohren des Hasen. Den Rest zeige ich euch nicht. Ja, da ist er, na, Rückseite. Gibt es natürlich noch einen Sheet dazu, und das hier sind die Ohren des Hasen. Das ist ziemlich cool. Und wenn der unleashed, ja, also wenn er was macht, dann musst du immer die Marker an den Ohren voranschieben. Das kannst du selber entscheiden, welche Marker du voranschiebst, und je nachdem, welche Grenzen ein Ohr überschreitet, ja, das hat am Ende so, ja, so Zähne, ja, und je nachdem, welche Grenzen er überschreitet, jedes Ohr kann etwas anderes. Und der Boss ist quasi tot, wenn ihr alle vier Ohren tötet. Jetzt habt ihr die Krux dabei, ist, alles ist schlecht, was man hier macht. Ja, hier in oberster Stufe müsste man acht Karten abwerfen gemeinsam. Das ist natürlich heftig. Ja, oder Stufe 1 hier bei Gravehold Suffer 4 Damage, das ist auch schon viel. Oder Any Player Suffer 4 Damage bei diesem Ohr hier. Und dann ganz oben Any Player Suffer 6 Damage, was meistens zu einem Tod in diesem Spiel führt. Ja, also richtig heftig. Und wenn man ein Ohr weggemacht hat, dann hat man immer nur die Auswahl zwischen den anderen dreien, die man eigentlich vorher nicht weg. Also das ist, man kommt hier wirklich immer vom Regen in die Traufe, sagt man ja, glaube ich, irgendwie so. Also der ist schon mal ein ziemlich, ziemlich geiler Boss. Und das, was dann danach kommt, ist auch hammermäßig gut. So, also wir hatten riesigen Spaß mit dem Spiel, haben teilweise schon sogar meine Frau bis 1 Uhr in die Früh gezockt, waren dann am nächsten Tag voll müde, ich auch.
Das war vielleicht nicht so optimal, aber sie hat es auch voll angefixt. Also, das ist so ein geiles Game und ich würde mir da definitiv, wenn ihr Deckbilder mögt, dann müsst ihr das Spiel eigentlich schon besitzen. So, und dann gibt es eine lustige Geschichte dazu. Also, wir haben quasi diesen Hasen im, möchte man schon fast sagen, im ultra-harten Modus gespielt. Ja, denn du kannst ja den Schwierigkeitsgrad einstellen und der hat Schwierigkeitsstufe 3 und du kannst dann bewusst das Ganze ein bisschen schwerer gestalten mit einer Regel. Und dann kommt der Fall, ja, Selbstüberschätzung von mir, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe gedacht, ja, okay, spielen wir ein End und End, die Regeln sind wirklich einfach, ich habe es eigentlich noch ganz gut im Kopf und das spielen wir dann mal, ja. Und habe eigentlich nicht viel nachgelesen, aber das ist eigentlich eh ziemlich einfach von den Regeln her. Und der zweite Boss, der dann kam, den haben wir dann, ich glaube, den haben wir fast die ganze Woche versucht zu legen. Ja, also jeden Tag mindestens eine Partie am Abend und der dauert schon eine Weile, bis man da das schafft. Ja. Und wir haben es nicht geschafft. Das ist das Problem. Also wir sind teilweise echt knapp daran, also zweimal war es wirklich knapp, dass wir ihn besiegt haben. Aber beim fünften Versuch oder was das war, beim vierten oder fünften Versuch habe ich dann echt gesagt, boah, das gibt's nicht. Wie kann man den schaffen? Ja, also es ist ein kleiner Spoiler, der träumt von Karten, die schiebt er immer weiter und weiter. Das heißt, er träumt. Und wenn der Karte rauskommt, dann macht er zwei Schaden an einem Spieler. Und ziemlich, ziemlich geiler Boss, ziemlich geile Mechaniken. Und das Problem war, dann haben wir einen Livestream gemacht, haben wir gesagt, ja, können wir jetzt live ja auch spielen, warum nicht? Ja, dann können die Leute auch zusehen und wieder mal eher uns ein live gestreamt, ist ja toll. Nebenbei haben wir einen Livestream gemacht und natürlich haben wir es nicht geschafft. Und es war irgendwie so, ich habe mich nicht geärgert, meine Frau auch nicht, weil wir waren so motiviert, weil wir das Spielsystem eigentlich geil finden. Ja. Und dann kommt am nächsten Tag ein Kommentar unter dem Livestream und er sagt, ja, irgendwie glaube ich, hast du die Powerkarten falsch gespielt, ja. Und dann gucke ich nochmal bei den Regeln nach, da denke ich mir, ja, das kann schon sein, da war ja was. Und dann haben wir es ja so gespielt, dass wir jedes Mal, wenn wir dann einen Edelstein von der Karte runtergenommen haben, den Effekt der Powerkarte getriggert haben. Ich denke mir, boah, nein, das ist ja voll heftig. Und so haben wir den Hasen ja auch schon gespielt und haben bei dem definitiv auch sicher vier Versuche gehabt, bis wir den geschafft haben. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben bei jeder Powerkarte jedes Mal den Effekt getriggert, wenn wir ein Steinchen weggenommen haben. Derweil ist ja eigentlich der Powermarker so eine Art der tickende Zeitbombe. Das umschreibt das Ganze am besten. Das heißt, wenn der Boss dran ist, dann entfernt er jede Runde eines dieser kleinen Powermarker und wenn dann keiner mehr drauf ist, dann wird die Karte abgehandelt, also die Resolve dann. Und dann trifft dich der Effekt. Und das ist auch schon hart genug. Und jetzt stell dich mal vor, wir haben da zum Beispiel Unleashed Twice, Discard Two Cards, solche Sachen, ja. Und das haben wir dann jede Runde durchgeführt. War das peinlich. Ich am nächsten Tag dann sofort, hey, das kann nicht sein. Das ist ja klar, dass wir den Boss nicht schaffen. Obwohl es paar Mal schon so ausgesehen hätte, als würden wir es packen. Aber wenn dann diese Stufe 3er Karten auftauchen, wenn das Spiel länger dauert und ihr das Ganze dann falsch spielt und immer wieder die Effekte abhandelt, die sind so heftig, ja, das kannst du nicht überleben. Und ja, es war wieder ein bisschen peinlich. Ich habe das Video dann gleich gelöscht, ja, weil das kannst du so nicht zeigen. Also ja, das war schon witzig, das ist der echt der beste Fall von Selbstüberschätzung. Ich dachte, ja, da brauchen wir nicht viele Regeln schauen, das habe ich noch im Kopf. Und dann das. Aber das Coole daran war, es war nicht langweilig. Also es war so extrem fordernd. Es war wirklich so fordernd, dass wir jede Partie total motiviert waren. Und ja, wenn ihr meine Videos kennt, meine Frau ist schon schwer zu beeindrucken, was Brettspiele anbelangt, aber obwohl wir es falsch gespielt haben, hat sie gesagt, dann, boah, sie wird es fast nochmal so probieren. Es war schon hart, aber der zweite Boss ist da schon unschaffbar, finde ich, wenn du das so machst. Also ja, wir werden das jetzt bald wieder auf den Tisch bringen. Jetzt noch ein paar neue Spiele dazwischen. Wollen unbedingt die kleine Story, die Hauptstory da mal durchspielen von der Box und dann nochmal War Eternal durch. Und freue mich schon wieder riesig drauf. Es ist schon so viel Stuff und ich freue mich auch drauf, wenn nichts mehr kommt zu Aeons End, weil das ist ja irgendwie auch wieder so,
Das Problem, wenn du schon was hast, dann willst du auch den Rest haben und dann willst du immer alles haben. Und es ist wirklich genug Zeug mit den vier Boxen. Mehr braucht man nicht an den ganzen Add-ons von Kickstarter dazu. Das ist ja echt toll. Ja, genug geredet damit. Vielleicht wollt ihr mir euch in den Kommentaren, wollt ihr mir euch, vielleicht wollt ihr unter den oder bei den Kommentaren, ich weiß nicht, was heute los ist, ich bin auch übermüdet von Dune gestern. Ja, also vielleicht wollt ihr mir auch schreiben bei den Kommentaren. Ist es euch auch schon mal so ergangen oder passiert das bei euch vielleicht manchmal, dass ihr denkt, okay, ja, ich brauche nicht viel nachsehen, das habe ich schon ein paar Mal gespielt und dann kommt ein Regelfehler und was das Spiel total ändert und ihr fällt es einfach nicht auf, aber trotzdem war es irgendwie lustig. Also das, ja, da bin ich neugierig, ich bin sicher nicht alleine, was das anbelangt, ja, aber kann passieren, definitiv, aber das Geile ist, wenn du trotzdem Spaß daran hast, dann war es ja nicht so schlimm. Aber als YouTuber dann, ich glaube, 2,5 Stunden das Ganze falsch gezeigt, ist natürlich auch nicht toll. Aber ja, so unsere persönlichen Eindrücke oder mein Hoppala des Monats sozusagen war mit Outcast. Nichtsdestotrotz, Aeon's End gehört zu dem besten kooperativen Kartenspiel auf diesem Planeten, finde ich. So, ja, ihr seht schon. Das war eigentlich das größte Spiel oder die meiste Zeit die Woche haben wir damit verbracht. Und dann kam ein Spiel auf den Tisch und zwar war das wieder Magical Friend, ein Livestream mit Clemens Luger und mit Chris und Sabrina. Und das Spiel ist auch wirklich lustig. Ja. Also ich weiß schon, das Spielsystem muss man mögen. Das ist eine Art Race-Game. Ihr versucht Kreaturen zu beschwören und die Kreaturen dann laufen den verschiedenen Wegen entlang und treffen sich in der Taverne und am Spielende bekommt ihr dann Punkte, je nachdem wie viele es in die Taverne geschafft haben. Das ist ein schon ziemlich einfaches Spielsystem, das ist klar, ist aber trotzdem es ist anspruchsvoll, ja, weil man schon überlegen muss, man kann nicht einfach die Figuren reinstellen und dann runterwandern, sondern man muss sich da wirklich gut überlegen, wie man die Fähigkeiten der Kreaturen einsetzt. Ja, ich hatte da auch einen Mordszug, habe da gleich drei auf einmal weggehauen, und habe trotzdem knapp verloren das Spiel. Ja. Aber alleine diese Fähigkeiten der Kreaturen und dann diese verschiedenen Schalter, die sie aktivieren können auf der Map, das macht schon einen großen Spielspaß aus. Und dadurch, dass die Karten ja immer anders kommen bei jedem Spielaufbau, weiß man natürlich nicht, welche Kreaturen da jetzt kommen und vor allem muss man um die Kreaturen bieten. Ja, das heißt, du hast Handkarten auf der Hand 1 bis 11 und jeder bietet dann offen vom Startspieler weg eine Karte und der mit der höheren Zahl darf dann als erster eine Kreatur picken. Die niedrigeren Zahlen geben dann noch einen Bewegungsbonus. Und ja, natürlich ist ein einfaches Spielsystem, aber trotzdem sehr, sehr lustig. Es ist ein sehr interaktives Spiel. Das heißt, ihr seid euch gegenseitig immer am Befetzen, wollt euch die Kreaturen vernichten, damit die nicht ans Ziel kommen, versucht Wege zu blockieren. Ganz fies zum Schluss die Medusa auf dem Spawnpunkt sozusagen gesetzt noch und ich konnte mich nicht wegbewegen. Ja, ist nun mal so. Damit muss man rechnen. Wenn man das Spiel dann öfter gespielt hat, kennt man auch die Kreaturen auswendig, spielt das Ganze dann auf einem anderen Niveau, ja, denn wir haben es dann noch so gespielt, ich kenne ja natürlich auch noch nicht alle Karten auswendig, und dann spielst du eher ein bisschen intuitiv, also was ist jetzt am besten für mich, aha, dieser Weg, da könnte ich noch einen schlagen, das nehme ich mit, aber es ist schon sehr wichtig, wenn du auswendig weißt, was die anderen Kreaturen können, und dann spielst du das auch auf einem besseren Level. Also ja. Ein sehr cooles, sage ich mal, so eine Art Race-Game, wo du versuchst, so schnell wie möglich die Kreaturen unten reinzubringen. Und ich denke, das ist so ein Spiel, das wirklich auf den Spielspaß abzieht, ja, dass du dann wirklich mal in 1,5 Stunden auch durchbringen kannst und jeder Spaß am Tisch da hat. Also wirklich ein tolles Spiel, freut euch auf den Kickstarter. Ein exaktes Datum gibt es noch nicht, wird aber definitiv, oder er versucht es definitiv noch dieses Jahr. Ja, auf Kickstarter launchen zu können. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach meine Videos dazu anklicken, ja, in der Reihe nach unten scrollen und dann seht ihr auch schon das Live-Let's Play zum Beispiel. Wirklich cool. So, und dann kam ein richtiger Kracher auf den Tisch.
Und das Spiel ist jetzt bei mir hier auch noch aufgebaut, vorbereitet noch für die nächste Partie. Vielleicht noch heute Abend live oder auch noch eine Regelerklärung dazu. Und zwar kam die erste Neuheit auf den Tisch diese Woche bei mir, Dune Imperium. Ja, was soll ich da noch sagen? Es hat mich begeistert. Also so ein geiles Spiel. Erstmal denkst du dir, wenn du die Box öffnest, okay, das Artwork ist zwar ein bisschen kahl, sage ich jetzt mal, aber es passt zum Thema. Also mittlerweile, ich finde das Artwork auf den Karten super, ja, bis auf die, auf manche Karten, die natürlich ein bisschen, wo ein bisschen öde wirken, aber generell finde ich das Artwork da schon richtig toll. Ja, also echt richtig geil gemacht. Das war quasi ja nur der erste Blick. Das sind hier die Automa-Karten. Die sind echt nur zweckmäßig. Ja, die sehen so aus. Aber der Rest der Karten, der ist richtig, richtig schön vom Artwork her. Ihr seht hier auch zum Beispiel so einen Wurm. Richtig toll. Oder zum Beispiel das hier. Also alleine schon durch das Artwork, ja, kommt schon richtig das Flair des Films rüber. Und ja, ich sage jetzt schon, das ist das nächste Auszeichnungsspiel. Ich muss jetzt noch meine Fazits natürlich schneiden und abdrehen. Aber da kam ja auch Combat Commander noch in Frage. Es wird wieder Auszeichnungen hageln. Ja. Und vielleicht mache ich da auch ein Sammelvideo, aber eher extra. Und Dune Imperium schafft es, wieder ein eigenständiges Spiel zu sein, obwohl es klassische Deckbuilding-Mechanismen verwendet. Ja. Also nicht unbedingt denken jetzt da, okay, Anak ist ja auch Worker Placement und Deckbuilding dazu. Das ist schon irgendwie komplett ganz was anderes, dieses Dune. Ja. Und das fasziniert mich an solchen Spielen, dass man es schafft, trotz der anderen Kracher, die man in diesen, mit diesen Mechaniken besitzt, doch sehr eigenständig ist. Und zum anderen ist es auch, weil du hier einen schönen Kampfmechanismus hast, wie ich finde. Also man versucht permanent seine Ressourcen, die man hat, in die Fraktionen zu investieren, beziehungsweise mit seinen Aktionen den Ruf der Fraktionen zu steigern, damit ihr dann vielleicht ein paar kleine Boni auf dem Planeten bekommt und vor allem, dass ihr Siegpunkte generiert und Karten in eurem Deck stärker macht, wenn ihr die zugehörige Fraktion ein bisschen pusht, werden manche Karten auch stärker. Und dann gibt es eben so einen tollen Kampfmechanismus, dass ihr sagt, okay, während der Runde könnt ihr Einheiten rekrutieren in Form von solchen Würfelchen, die dann in das Kampffeld stehen, also stehen, stellen, was ist heute los? Also in das Kampffeld stellen und jeder sieht dann, okay, wie viele Einheiten sind jetzt in der nächsten Schlacht dann auf dem Spielfeld und dazu kann man noch Karten ausspielen, diese Intrigenkarten hier, wo sind die kleinen Intrigenkarten? Die können euch dann nochmal zufällige Kampfboni verleihen. Jetzt habe ich da keine wie hier zum Beispiel. Du gibst zweimal Spice ab, bekommst noch Kampfstärke dazu und am Ende wird dann die Kampfstärke ausgerechnet und der Gewinner bekommt dann einen Bonus. Also ich finde das so smooth gelöst, ja, und du hast wirklich schon. Ich finde, das ist eigentlich voll das extreme Mangelspiel irgendwie, weil auf der linken Seite bei den Fraktionen gibst du eher Sachen aus, damit du etwas bekommst. Und auf der rechten Seite am Planeten oder so oder oben im Rad, da bekommst du Sachen, wenn du was einsetzt. Ja, und du hast immer die Krux auf deiner Hand mit den Karten. Will ich mir jetzt für die Karten hier unten neue Karten kaufen oder verwende ich die Karte, um eine Aktion durchzuführen. Ja, denn dieses Spiel funktioniert nicht wie bei Anak, dass du einfach die Meeple nimmst und einsetzt. Nein, du brauchst auch noch hier die zugehörige Farbe, um bei der jeweiligen Fraktion dann deine Meeple einsetzen zu dürfen. Und das Hammerharte ist ja, du hast auch nur zwei am Anfang. Ja. Du bist also wirklich extrem limitiert und fragst dir, boah, wie soll ich an die ganzen Ressourcen kommen? Wie schaffe ich es hier, Einheiten noch ins Spiel zu bringen? Denn das Coole ist ja, es gibt diese Konfliktkarten, die schon die Belohnungen zeigen, wer am Ende des Kampfes welche Belohnungen bekommt oder was er dafür bekommt. Und manchmal könnt ihr durch diese Konfliktkarten auch Gebiete kontrollieren. Und wenn dann jemand hier eine Aktion auf so einem kontrollierten Gebiet macht, dann bekommt ihr auch noch einen Bonus davon. Und ja, also
Man muss das Spiel einmal fühlen. Ich glaube, durch das Erklären kommt es vielleicht nicht ganz rüber, aber es ist sehr vielschichtig. Es ist ein klassisches Deckbuilding drin. Eben, jeder startet mit dem gleichen Deck. Man hatte sogar noch drei Karten ausliegen, die sich dann jeder immer kaufen kann. Hier zum Beispiel. Aber trotzdem, das sind keine unnützen Karten, ja, wie bei Clank zum Beispiel ganz eine einfache Bewegungskarten. Hier hast du wirklich schon so eine Art Joker-Karte. Kannst die Karte dann selber sogar noch entsorgen, wenn du willst. Ja, du musst das ja nicht machen. Oder der Sandwurm hier. Er ist natürlich thematisch geil gemacht. Du gibst natürlich drei Einfluss, glaube ich, heißt das in dem Spiel, die Währung. Gibst du 9 aus, bekommst einen Wurm in dein Deck. Ja, den kontrollierst du sozusagen und er macht dir auch jede Runde einen Spice, wenn du den ausspielst. Und das ist natürlich toll, ist auch noch Siegpunkte wert. Und sowas gefällt mir schon richtig toll. Ja, und nicht wie bei Aeon's End zum Beispiel, dass du das Deck kippst. Nein, hier ist es wirklich klassisch. Du wirfst am Ende eigentlich, oder am Ende des Zuges, hast du keine Karten mehr auf der Hand. Ja, da kommt natürlich noch ein detailliertes Fazit zu mir dazu und eine Regelerklärung. Aber eins kann ich schon vorweg sagen: Dune ist so ein Spiel, das in jede Sammlung gehört, wenn man solche Mechaniken mag, Deckbuilding, Worker Placement. Vor allem die App dazu ist grandios. Wenn man das Spiel zu zweit spielt, ja, noch mit einem Bot dazu, kann man natürlich mit der App spielen, muss man aber nicht, denn es gibt ja die Automa-Karten noch, aber die App unterstützt einen da doch noch ein bisschen. Und ja, also rundherum sehr, sehr geiles Spiel. Und ich frage mich da noch, also ich hoffe, dass das Endless Winter, welches vielleicht noch dieses Jahr ausgeliefert wird, mal sehen. Es ist ja auch ein Survival-Game mit Worker Placement und Deckbuilding, ob dieses Spiel dann auch mit den Anak, Dune Imperium, ob sich das dann da auch so schön einreihen kann, dass ich mir da gleich denke, boah, das ist definitiv ein Keeper. Wird nie mehr ausziehen. Ja, also ich kann nur sagen, richtig geil das ganze Ding. Boah, hoffentlich habe ich da keinen Damage. Nein. Das ist echt cool. Kann ich wärmstens empfehlen. Dune Imperium auf Deutsch wird sicher auch gleich vergriffen sein. Bei B3 Comics habe ich das Ganze bestellt und solange der Vorrat reicht, könnt ihr da auch noch bestellen. So, also ihr seht schon, über zwei Spiele recht lange geredet. Ich hoffe, es war nicht langweilig für euch. Und ja, dann komme ich noch kurz zu den Neuheiten. Ihr habt schon gesehen, Dune Imperium war eine Neuheit diese Woche. Und dann kam noch was Geiles, wo ich mich auch schon riesig drauf freue. Am liebsten würde ich jeden Tag drei Spiele spielen. Hey. Und zwar Excavation Earth, die deutsche Version davon. Ah, so sieht das an der Rückseite aus. Bin total gespannt. Ich habe nur gelesen, dass es ein tolles Manipulierspiel sein soll. Vor allem das Thema finde ich richtig schön. Es ist quasi, die Erde ist total kaputt, es gibt keine Menschen mehr und die Aliens besuchen die Erde, um Artefakte auszugraben und die auf ihren Weltraummarkt natürlich gewinnbringend zu verkaufen. Also mega cooles Thema, das ist mal was Eigenes und natürlich ein Spiel von, steht hier David Trucci und Weiji. Also David Trucci ist ja sowieso schon ein Blindkauf eigentlich, oder? Ja, richtig geil. Dazu gibt es noch die Erweiterung, die habe ich noch nicht geöffnet. Schau mal, ob mich das Spiel wirklich flasht. Dann wird auch die Erweiterung geöffnet, natürlich auch auf Deutsch Phase 2. Gibt es auch noch bei P3 Comics zum Bestellen. Einfach mal reinklicken auf Deutsch und auf Englisch, solange der Vorrat reicht. Ja, das waren meine Neuheiten in dieser Woche und freue mich richtig darauf. So, dann in meinem Auszugstapel ist immer noch aktuell Pandemieuntergang Roms. Wenn es jemand interessiert, auch will haben, gibt es das noch. Wird es dann auch auf dem Flohmarkt geben. Im P3 Comics findet an jeden ersten Samstag des Monats ein Flohmarkt statt. Da werde ich die Spiele auch reingeben. Wird auch auf Facebook gepostet oder einfach mal auf der Webseite vorbeisehen bzw. anrufen. Und da seht ihr dann auch die Flohmarktangebote, das ist immer richtig toll. Yamatai ist noch bei mir, auch noch aktuell zum Verkauf. Und da Trismegistus steht auch noch zum Verkauf, aber ich bin da immer noch am Überlegen, ob ich es mir doch noch behalte. Aber sollte es jemand haben wollen, würde ich es wahrscheinlich abgeben. Also ist es aktuell noch auf dem Verkaufsstand.
Stapel ist noch ungespielt, ja. Yamatai einmal gespielt und Pandemie. Es waren, glaube ich, zwei Partien oder drei. Ich glaube, zwei. Ich weiß nicht mehr. Ja, das Spiel, das mich am meisten schmerzt, eigentlich. Aber ja, das ist noch aktuell auf meinem Verkaufsstapel, auch ein bisschen Werbung dafür machen. So, und jetzt kommen wir zu den Kickstarter-Projekten, die ich mit euch noch bereden möchte. Ja, denn es ist ja als YouTuber auch immer so, man wird oft gefragt, per E-Mail zum Beispiel, da ja, kommen manchmal ein paar Anfragen. Ja, was hältst du denn von dem Spiel? Ist ja auch teuer, soll ich da mitmachen und so weiter. Und man kann ja nicht immer alle Fragen sofort beantworten oder irgendwann mal denkt man sich dann, boah, jetzt kommt schon wieder die Frage. Darum baue ich das auch gerne ein und ich rede ja auch gern darüber, ja, wenn ich Zeit habe. Und jetzt noch kurz einen Schluck. Und dann fangen wir an. Und zwar, ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, aber dieses Spiel werden wir, das Schönste werden wir natürlich dann am Schluss machen oder das Interessanteste. Und darum beginne ich heute mit Adele. Ja, ich habe da so, ich scrolle natürlich auch immer durch Kickstarter und was mir optisch mal anspricht, das sehe ich mir dann näher an. Und Adele ist ein Space Horror Game, also eine Art Survival Game. Und das ist dann so ein Spiel, wo einer quasi die böse KI übernimmt und die anderen versuchen da zu überleben. Also, ja, also es sieht optisch mal wirklich Bombe aus. Dennoch ist es wieder ein Spiel, einer gegen alle. Solche Spiele kaufe ich mir selber eigentlich sehr selten, beziehungsweise gar nicht. Die spiele ich gerne mit, ja, muss ich mir aber selber jetzt nicht besorgen, weil ich darauf jetzt nicht so scharf bin, weil die eigentlich nicht so oft auf den Tisch kommen. Und ihr habt eine ziemlich einfache Mechanik darin, finde ich, wie man sich hier bewegt und so weiter. Ich habe mich da jetzt nicht weiter in das Thema reingelesen. Für mich sieht es doch ein bisschen eher einfach gestrickt aus, aber das ist nur eine Vermutung, das muss man natürlich testen. Aber ich bin da mal raus, ja, ich hoffe, dass ich das mal irgendwo mitspielen kann, aber optisch sieht es schon sehr geil aus. Nur einer gegen alle war dann für mich doch eher so der Abturner, da bin ich mal raus. So, dann gibt es einen Kickstarter und zwar schleiche ich um den immer noch rum und das wäre Mosaik. Ja, Mosaik, ein sehr, sehr schönes Civilization Game und es ist eine Art Engine Building, die ihr da betreibt. Ja, vielleicht so eine Art, so eine Mischung zwischen ja, Civ und Terraforming Mars könnte man sagen. Und was mich hier ein bisschen abschreckt, ist die Spieleranzahl 1 bis 6 Spieler. Ja, das ist natürlich dann immer so fragwürdig. Ist es im Solo-Modus sehr gut? Taugt es zu zweit etwas? Denn wir wissen ja, große Weltkarten mit Area Control und so weiter, das ist dann zu zweit sehr schwierig, es auch interessant zu gestalten. Auf jeden Fall sieht es sehr opulent aus. Also grafisch und die Aufmachung, Präsentation gefallen mir extrem gut. Und ich glaube, ich werde mir dann nochmal ein Video ansehen. Das läuft ja noch, ich glaube, über 10 Tage. Und ich bin mit dem Spiel noch nicht ganz durch. Ja, das heißt, ich überlege immer noch, ob ich da einsteige. Das Ganze ist auch nicht billig, kostet so an die 100 Euro, glaube ich, oder ein bisschen mehr für das Ganze. Und ja, gibt auch schöne Miniaturen dazu, wenn man möchte. Und definitiv, ja, Engine Builder und Civ, warum nicht? Wie gesagt, die Spieleranzahl, du hast ja nicht immer 4, 5 Spiele auf den Tisch, es dauert ja auch recht lange. Muss ich mir mal überlegen. Wie gesagt, es spricht mich total an und ich informiere mich nochmal drüber, ob es auch zu zweit etwas taugt. Aber was ich schon gelesen und gehört habe, ist natürlich immer das Argument, ja, es funktioniert zu zweit, aber mit mehr ist es natürlich dann interessanter, weil es natürlich auch ein bisschen interaktiver wird. Aber definitiv, wenn ihr sowas mögt, ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Spiel. So, dann Space Kraken ist gestartet. Ich hatte ja den Prototyp auch auf den Tisch in einem Wochenrecap mal vorgestellt, kurz. Und ja, ist sehr erfolgreich gewesen. Freut mich total für den Autor und für das Spiel natürlich. Und ich muss echt sagen, ja, ich habe sie wieder zurückgeschickt, weil ich keine Review dazu gemacht habe. Mir war das Spiel zu kleinteilig. Ja, also ich finde das System von Space Kraken total genial. Aber vor einem will ich euch warnen. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr komplex, auch wenn es bei vielen Reviews nicht den Anschein hat. Also ich hege mal die Vermutung, und das soll jetzt wirklich keine Kritik sein, aber ich hege mal die Vermutung, viele, die das Spiel vorgestellt haben, haben es nicht mal ordentlich oder ansatzweise gut
gespielt oder sind tief in das Thema eingetaucht, denn es ist wirklich extrem viel Arbeit. Ja? Und man merkt das irgendwie teilweise in den verschiedenen Videos, die online gestellt werden, dass einfach nur die Seiten gezeigt werden, aber nicht tiefer gegangen wird. Und das ist eben in diesem Spiel sehr schwierig und sehr viel Arbeit, vor allem wenn du das rezensieren willst. Dann musst du selber mal begreifen, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn du hier schön etwas aufgebaut hast, alles in deinem Buch, links die Feinde, rechts die Charakter, in der Mitte 20 Seiten Regeln, ja, dann hört man oft, 20 Seiten sind nicht viel. Doch, das sind schon viel, wenn ihr dann viel blättern müsst. Ja, so wenig Regeln hat das Spiel gar nicht. Und die Idee ist wirklich geil und man hat sich hier geniale Sachen einfallen lassen. Diese KI, die die Quest steuert, wie er Kämpfe macht und so weiter. Aber es ist wirklich permanente Arbeit. Ja. Ihr seid viel am Rechnen, ihr seid viel am Schreiben, viel am Blättern. Und bis ihr mal so eine Kampfsequenz durch habt, ja, und dann hoffentlich nichts vergessen habt, das dauert. Und das muss man eben mögen. Ja. Also wenn ihr die Geduld dazu habt, ja, das ganze Rechnerische, den ganzen Verwaltungsaufwand nebenbei zu machen und euch wirklich in umfangreiche, sage ich jetzt mal, Mechaniken einzuarbeiten, dann ist das Spiel definitiv was für euch. Aber ich würde da wirklich vorsichtig sein. Na, das Spiel ist wirklich extrem komplex, auch wenn es nicht so aussieht. Und ich will euch einfach nur davor warnen, dass ihr jetzt glaubt, ihr habt da nicht ein einfaches Spielbuch vor euch. Nein, das kann einem dann der Einstieg in dieses Spiel ist nicht einfach, ja, und das kann dann abtörnen. Aber wenn ihr das Spiel beherrscht, dann ist es ein Mega-Game, wo du sicher an die 200-300 Stunden Solo verbringen kannst. Aber ja, man braucht die Nerven dafür und die Geduld. Vor allem, wenn man sich schon seine Kampfsequenz ansieht. Also es ist schon realistisch gemacht, finde ich. Ja, du kannst dich anschleichen, du musst wählen, wer greift an, von wo greift er an und. Also du hast wirklich viele Parameter, die du beachten kannst. Und bist du das, du kannst dir das fast nicht auswendig merken. Ja, man sieht ja auch bei den Videos, die der Autor selber gedreht hat, der muss ja auch noch selber viel bei den Regeln nachgucken. Und das zeigt schon, es ist wirklich sehr kleinteilig und fiddly. Also ja, wenn ihr sowas mögt, dann seid ihr hier wirklich gut beraten, das Spiel zu backen. Aber wenn ihr sagt, das ist mir zu komplex, ja, und das sage ich so, weil es ist wirklich sehr komplex, dann würde ich eher die Finger davon lassen. Aber nichtsdestotrotz, mich freut es, dass das Projekt so durch die Decke geht. Ist ja sehr innovativ gemacht, das Ganze. Und ja, definitiv so ein kleines Buch, bei dem du ja bei einer Pandemie dann selber ein Jahr beschäftigt bist, wenn du da eingesperrt bist. Also von dem her, Unterhaltungswert gibt es da wirklich lange oder viel. So, und jetzt kommen wir zu The Witcher. Wir haben schon sehr viel geredet jetzt und jetzt kommt noch etwas Großes, und zwar The Witcher, und da habe ich auch einiges dazu zu sagen. So, am Thumbnail habt ihr ja schon gesehen, groß angekündigt, bin ich da drin oder nicht? Ich falle da gleich mit der Tür ins Haus. Nein, ich bin nicht bei Witcher drin. Und ich kann es auch nicht verstehen. Ja, irgendwie kann ich schon verstehen, aber ich finde, das ist so overhyped, dieses Game. Und möchte euch jetzt hier meine Eindrücke zu den ganzen Videos schildern, die ich gesehen habe und zu den Informationen, die ich mir über das Spiel gemerkt habe oder gesammelt habe und was mich dann abgehalten hat, das Spiel zu unterstützen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, 2,5 Millionen oder 3 geht es da schon voll durch die Decke. Muss ich jetzt mal nachgucken. Und ich verstehe es einfach nicht ganz, ja, dass die Leute da so krass drauf sind, aber die Lizenz macht halt so viel. So, also ich würde gleich mal sagen, die positiven Sachen sind, na, es ist The Witcher, das zum einen, und es hat eine coole Kernmechanik, und zwar euer Deck ist gleichzeitig auch die Lebenspunkte, und dieses Deck nehmt ihr sozusagen für alles her. Ja, also für den Kampf müsst ihr Karten ausspielen, für das Bewegen müsst ihr Karten ausspielen, für diverse Proben müsst ihr Karten ausspielen. Und wenn ihr Schaden bekommt, verliert ihr Karten. Ja. Und das ist ein sehr cooles System, das mag ich echt gerne. Gibt es natürlich auch schon in anderen Games, ganz klar, dass man durch Schaden Karten verliert, aber das mag ich. Das ist echt geil geworden. Ja. Aber das ist im Prinzip irgendwie
schon der größte Pluspunkt in diesem Spiel für mich gewesen, aber leider kein Kaufgrund. Und jetzt kommen wir zu den negativen Sachen und ich möchte hier nochmal betonen, das ist eine subjektive Meinung basierend auf ein Spiel, das ich noch nicht gespielt habe, wo ich aber nur die Infos kenne und ich mich ein bisschen reingefühlt habe in das Ganze. Also zum ersten möchte ich sagen, es wirkt doch schon eher wie ein sehr aufgebohrtes Witcher The Board Game, das schon sehr alt ist. Ich habe meins auch schon verkauft. Gott sei Dank habe ich es jetzt noch für einen guten Preis wegbekommen. Also das war eh schon länger her, ich glaube ein paar Monate. Und es wirkt wirklich, als wäre das ein Remake, aber viel mehr aufgebohrt. Ja, von daher, du hast eine Landkarte vor dir, du hast einzelne Ortschaften, du gehst in die Ortschaft, ziehst eine Questkarte oder bekämpfst eine Kreatur. Dasselbe kennen wir schon vom vorigen Spiel, vom älteren Spiel. Nur war das noch ein bisschen seichter, sage ich jetzt mal. Du hast Farbkombinationen gebraucht, um die Quests zu lösen. Hier ist es so, dass du Karten ausspielen musst oder auch Kreaturen kämpfen musst in Form von Karten, die man abwirft. Ja. Und das hat schon sehr viele Parallelen dazu. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist schon mal, wirkt wie ein aufgebohrter Abklatsch. Dann das nächste ist irgendwie, das Artwork gefällt mir nicht. Ja, ich weiß, viele von euch werden sagen, es sieht geil aus. Sage ich auch, die Kreaturen sehen Bombe aus. Vor allem die Miniaturen sehen super aus. Aber die Hauptcharaktere, die finde ich scheiße. Ja, also ganz ehrlich, ja, sie werden wahrscheinlich schöne Miniaturen werden, aber ich finde die nicht sympathisch. Also ich finde keinen einzigen dieser Helden sympathisch. Und wenn man schon die Lizenz hat, dann finde ich, hätte man schon eine Miniatur machen können, die wenigstens Geralt ein bisschen ähnlich sieht. Ja. Aber auch der Rest der Miniaturen, ich weiß nicht, die Charakter gefallen mir einfach nicht. Ja. Das hat mich dann auch abgeturnt. Dann das nächste ist die Miniaturen. Ja, ich weiß, das Spiel, da komme ich dann später dazu, aber die Miniaturen in diesem Spiel braucht man nicht. Die braucht man überhaupt nicht. Ja. Also da würde ich voll davon abraten, auch wenn ich das Spiel selber unterstützen würde, würde ich mir die Miniaturen nie holen. Außer ihr wollt sie bemalen natürlich. Aber die braucht man nicht. Du kämpfst gegen eine Kreatur, ja, dann kommt die ins Spiel und steht da. Ja, hast du sie dann besiegt, ist sie wieder weg. Fertig. Wenn ich Miniaturen habe, ja, dann will ich auch meistens damit interagieren können und sie öfter verwenden. Nicht einfach nur, so, da. Also die braucht man wirklich nicht. Das muss man nicht haben. So, das heißt, ich finde das Thema Witcher natürlich abartig geil, aber die Aufmachung gefällt mir irgendwie nicht. Dann das nächste ist, die Monster fühlen sich immer gleich an. Ja, ich habe natürlich viele Videos angesehen und da wurde schon mal, man muss da natürlich alles rausfiltern. Ja, die meisten Reviewer sind vielleicht nicht ganz unabhängig, ja, muss man auch mal sagen. Aber wenn ich dann schon mal höre, dass sich die Monster nicht unterschiedlich genug anfühlen. Warum? Jedes Monster benutzt quasi die gleiche Anzahl an Kampfkarten, die sie haben und die sind jetzt auch nicht wirklich kompliziert. Ja, das heißt, wenn du jetzt gegen ein Monster kämpfst und dann gegen das andere Monster kämpfst, ja, Monster A, Monster B, beide haben fast das gleiche Deck, nur vielleicht eine unterschiedliche Anzahl an Karten, aber die sind quasi dann auch sehr berechenbar, beziehungsweise fühlen sich dann immer gleich an dadurch. Ja, das habe ich schon mal in einem Review gehört, habe ich mir natürlich notiert. Sowas turnt mich dann auch schon ab. Ah, alleine dieser Punkt ist schon sowas, ich würde mir deswegen schon das Spiel nicht kaufen. Weil wenn sich dann jedes Monster ein bisschen gleich anfühlt, da bin ich schon mal vorsichtig. Und ich gehe schon davon aus, dass negative Kritikpunkte, ja, oder angeschnittene Kritikpunkte, die man vielleicht nur nebenbei hört, ja, dann doch mehr Vertrauen schenke als den positiven Sachen. Das ist natürlich so eine Regel, die finde ich echt gut, ja, denn man versucht eigentlich nicht, das Spiel schlecht zu machen oder andere, die das vorzeigen wollen. Dann, was haben wir noch? Genau, die Miniaturen sind nicht Must-Have, das Thema hatten wir schon durch. Das ist quasi auch wieder so ein Punkt, wo ich finde, die wurden nur gebaut, um noch mehr Leute anzuziehen. Dann, genau, bei den Karten, die es im Shop zum Kaufen gibt, wäre es natürlich auch schön, wenn es viele unterschiedliche Karten geben würde. Ja? Also
Es fühlt sich anscheinend dann auch so an, dass wenn du dir eine neue Karte kaufst, wenn man jetzt mal Dune nimmt zum Beispiel, du kaufst eine Karte in Dune, gibt es manche auch öfter, aber trotzdem sehr viele unterschiedliche Effekte. Und ja, die Karten, die du da dann kaufen kannst, sind ja dann auch im Prinzip ein bisschen mehr an Symbolik bereichert als die Startkarten, die man auf der Hand hat. Ja, also das ist schwierig zu erklären. Also ich sage mal so, zu der Mechanik kommen wir dann gleich noch, was die Karten betrifft. Aber einfach die Abwechslung fehlt ja auch ein bisschen, wenn man sich die Karten kauft. Ja, also das ist natürlich auch dann so ein Grund, wo du dann denkst, das könnte dann ein bisschen öde werden mit der Zeit. Dann gab es auch einen Punkt, den ich gehört habe, man will mehr Exploration-Karten haben. Das heißt, du spielst das Spiel vielleicht 5, 6 Mal und dann kennst du schon sehr viele Erkundungskarten und dann hat man so eine Art Wiederholungseffekt. Und wenn das dann gepaart wird, ja, sozusagen mit den Monstern, die sich dann auch fast immer gleich anfühlen und mit den Karten, die du dann immer kaufen kannst, ja, das ergibt dann so einen großen zusammenhängenden Punkt, wo du dann sagst, gefällt mir auch nicht. Ja, also, das ist dann so eine Kombination, die dann nicht gut rüberkommt. Ja, und so haben wir die größten Punkte eigentlich schon durch. Und dann möchte ich noch zur Kartenmechanik selber eingehen und wie sich das Spiel für mich anfühlt. Ja, also die Karten basieren auf einem Symbolikkampf. Ja, du hast ähnlich, ja, sagen wir mal, wie in Fear and the Curse, Symbole auf den Karten drauf. Und ja, die Symbole geben euch unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, zum Beispiel bei Fear and the Curse ist eine Faust eine Angriffskraft. Ja. Genau so funktioniert dieses Spiel auch. Also sehr simpel, möchte man mal sagen. Und dann wird hier suggeriert, ja, man hat hier großartige Kombo-Möglichkeiten. Du spielst diese Karte aus, kaufst du dir eine verbesserte Karte. Was sagt die dann? Ja, du kriegst 2 Schaden, dafür darfst du noch eine Karte weiterziehen. Ja, oder du darfst klassisch eine Karte umtauschen in eine andere Karte. Das sind so klassische Sachen, gepaart mit so einer einfachen Symbolik. Und ich habe mir die Let's Plays angesehen und dachte mir, was soll das? Ja, da kann ich mein Fear and the Curse rauspacken. Da habe ich genau das gleiche Spielsystem. Ich kann mich an Orten bewegen, kann Abenteuer erleben. Ja, wenn ich in der Wildnis stehe, muss ich eine Abenteuerkarte ziehen, die Probe bestehen. Die Kartenmechanik ist fast gleich. Ja, mit dem Kombosystem, Symbole, Karten ziehen, Karten abwerfen. Und so weiter ist genau das gleiche wie in Fear and the Curse. Kann auch Monster bekämpfen, ja, das auch ziemlich cool gemacht, aber in Fear and the Curse wenigstens, die sind natürlich dann auch, brauchen auch die gleichen Symbole, das ist schon ganz klar. Aber was ich sagen will, ist einfach nur, ich bin da gesessen und dachte mir, okay, es ist vielleicht nur ein aufgebohrtes Fear and the Curse. Also, was brauche ich das Spiel dann? Ja? Und ich will euch einfach nur sagen, überlegt es euch gut, wenn ihr euch das Spiel backt. Ich bin der Meinung, dass das Spiel ein bisschen ein Blender ist und ziemlich schnell langweilig werden könnte. Das ist so mein Endfazit und meine Meinung zu diesem Spiel. Und wie gesagt, ich habe es selber nicht gespielt, habe mir nur sehr viele Infos darüber geholt. Und ich glaube, dass es wirklich nach 2 Partien total ein langweiliges Ding ist. Ja, Ziel ist in dem Spiel, Geld zu sammeln. Und der Witcher, der das meiste Geld hat, also es ist kein kooperatives Spiel, der hat eben dann das Spiel gewonnen. Und ja, es mag durchaus vielleicht ein paar Runden Spaß machen, aber ich glaube trotzdem, dass diese 3-Millionen-Grenze, die es schon hat, alleine nur durch die Lizenz und die Miniaturen geschuldet ist. Ja, denn es gibt so viele Witcher-Fans, die sagen, boah, geil, ein neues Witcher-Brettspiel. Sieht so mega mäßig von der Grafik aus. Die Monster, oh Gott, sehen die cool aus. Ja. Miniaturen, oh geil, mir geht einer ab. Da muss ich rein. Ja. Und ich glaube, davon lebt das Spiel. Aber wenn man sich nüchtern betrachtet, mal die ganzen Videos dazu ansieht, boah, Leute, na, war für mich nicht mal schwierig abzuschätzen, dass ich jetzt schon weiß, das Spiel wird mir wahrscheinlich zu langweilig werden und darum gehe ich da nicht rein. Und vielleicht habt ihr jetzt auch ein paar Punkte von mir erfahren, wo ihr dann auch sagt, okay, das sehe ich mir vielleicht nochmal an, genauer gesagt, beziehungsweise würde euch empfehlen, schaut euch nochmal das offizielle Let's Play Video dazu an. Ich finde, da kommt auch nicht wirklich Spannung jetzt so auf. Ja. Also es ist, nein. Definitiv
Ich würde dafür keine Empfehlung aussprechen. Sieht halt geil aus. Es kommt noch ein Witcher-Miniaturenspiel auf den Markt. Da sind auch sehr viele Miniaturen drin, beziehungsweise auf Kickstarter. Weiß ich jetzt nicht, wann der Start dafür ist. Ich würde mal auf das Spiel warten, was das denn dann so kann. Ja, und ansonsten sage ich wie immer, das neue Skyrim von Chip Theory Games. Leute, das wird der Burner. Das wird definitiv der Burner werden. Ich habe mir immer gedacht, warum bin ich so gehypt auf das Spiel? Ja, das wäre so, als würde die Herr der Ringe Crew zum Beispiel mein Die Zwerge Lieblingsbuch verfilmen, ja, oder Uldart. Wenn sie das, wenn das wäre eine so geile Kombination, ja, die Regisseure von dem einen Film, von einem Blockbuster kreieren dann dein Buch. Genauso fühlt sich für mich jetzt dieses Skyrim an, dass dann hoffentlich noch dieses Jahr ein paar mehr Infos dazu kommen. Das wird ein Megakracher, ja, aber dieses Witcher Game hier, das ist für mich ein Easy Pass, ja, das möchte ich mal mitspielen, das gebe ich zu, es interessiert mich, aber dafür Geld auszugeben, lohnt sich nicht, da würde ich dann schon eher bei Mosaik einsteigen und das werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Ja, also wieder viel Geplappere mit ein paar Versprechern, ich hoffe, es war lustig für euch zum Zuhören, denn viele werden natürlich auch einfach nur zuhören, ja, klar, mache ich auch und hoffe, dass ich euch nächste Woche wieder einiges zeigen kann. Dass wir eh uns end diesen Boss jetzt mal schaffen werden, wenn ich die Zeit dazu habe, das zu machen. Werden jetzt einige Male Dune Imperium zocken, habe voll Bock drauf. Dann Excavation Earth natürlich auch gleich anzocken, wenn meine Frau nicht jetzt gerade noch den Eons End Fieber verfallen wäre. Und ansonsten, ja, den Prototyp von Clemens habe ich nicht mehr im Haus. Ja, da gibt der 10 mega geile Prototypen gemacht. Bin gespannt, was da noch alles in Reviews kommen wird, wieder auch. Voll interessant, wie der Kickstarter dann läuft. Aber wie gesagt, das war die Woche. Freut euch auf mein nächstes Recap oder schreibt mir eure Erfahrungen. Was denkt ihr über Witcher? Ganz wichtig, ja, muss ich auch immer erinnern, dass ihr fleißig kommentiert. Ich will ja auch wissen, wie gefällt euch oder wie gefällt euch oder wie gefallen euch meine Impressionen zu The Witcher? Seid ihr jetzt auch ein bisschen nachdenklicher geworden, nachdem ihr meine quasi ja eher negativen Meinungen mal zu dem Spiel gehört habe oder konnte ich euch ein bisschen davor bewahren, viel Geld auszugeben, weil ja, ich finde einfach, dass das Spiel ein großer Blender ist. Von daher schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon hält und ja, oder ob es euch wieder voll getriggert hat. Ja, das kann auch sein, dass die Synapsen ausgeschalten haben. Witcher, oh, Miniaturen, das hole ich mir rein, will ich wissen von euch und ansonsten. Daumen hoch da lassen, Abo wäre auch geil oder vielleicht auf Patreon unterstützen. Und das war's. Bis zur nächsten Woche, dann bis zum nächsten Video. Ich werde jetzt noch ein paar Fazits drehen, damit ihr dann unter der Woche auch was gucken könnt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Awesome Board Gamer. Ciao.